So, willkommen zurück zu Mega Man Battle Network Zero Crisis. Das hört sich an wie in einer Let's Play. In den letzten zwei Let's Show Folgen habe ich euch den Arcade-Modus gezeigt, ein bisschen zu viel als mir lieb war, und die einzelnen Menüpunkte. Im letzten werde ich euch kurz rum, ich werde nicht viele Matches machen, allerdings mindestens drei, Continue. Ich spiele mit Controller, wie gesagt, man kann auch mit Controller spielen. Hat jetzt weniger der Autor weniger der Autor eingebunden, als das ist schon sowieso im RPG Maker XP so vorinstalliert ist. Eigene Knopfbelegung kann man von daher nicht konfigurieren. Egal, Continue, also man... Moment, bevor hier falsche Vermutungen aufkommen. Ihr habt gerade drei Files gesehen, man kann aber nicht nur einen File machen. Ich habe schon versucht, keine Ahnung, ob man sich später welche freischalten kann, glaube ich weniger. Aber man kann sich nur eins File machen. Danach gibt man sich eine Namenskombination aus drei Buchstaben oder Zahlen aus. Also wie gesagt, sehr arcade-lastig wie in den Fighting Games. Ja, wie gesagt, Kombination kann mehrmals vorkommen. Der ganze Modus ist noch nicht ausgereift. Wie gesagt, das ist eine Prä-Beta. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da noch einiges kommt. Es soll sogar schon Clan-Optionen geben. Ob man aber schon Clans beitreten kann, das glaube ich nicht. Also ich habe noch nicht sowas entdeckt. So, jetzt kann man natürlich nach... jetzt können wir ein Match suchen oder wir tun ein Rematch machen. Das kann man allerdings nur machen, nachdem man... ich kann es noch vorlesen. You can only request a Rematch. Also man kann nur ein Rematch anfordern, nachdem man schon mal eins verloren hat. Man kann auch sein Navi changen. Ich habe Mega Man am Anfang ausgewählt, ohne zu wissen, was dieser Modus macht. Man kann sein Navi wechseln, allerdings wird das Level bei 0 gesetzt. Also das eigene Spielerlevel, was man erreicht hat. Bis dahin warte ich doch immer. Man kann sich andere Spielstände machen und dann wieder online spielen. Also, so ganz ausgereift ist das anscheinend noch nicht. Aber jetzt kommt das Bescheuertste. Also, zumindest wenn man selber nur online spielen möchte. Man kann nicht zum Hauptmenü wechseln, nachdem man nicht drei Battles gemacht hat. Also, das soll schnell speichern. Also, es soll so eine Methode sein. Das heißt, du machst jetzt ein Match, gewinnst einen, speicherst deinen Spielstand. Und beendest das Gain, nachdem du vielleicht beim zweiten Match wieder verlierst. Sodass man halt nur noch Gewinne kriegt. Deswegen macht man im Vornherein drei Matches. Ja. Man könnte natürlich auch die drei Matches gewinnen, speichern. Und ja, wie gesagt, es ist alles irgendwie möglich. Finde ich schon mal gut, dass man solche... irgendwelche komischen Schummler in den Statistiken. Aber es ist wie gesagt noch nicht ausgereift. Es gibt keine Online-Statistik. Was dann viel, viel sinnvoller wäre. Oder zumindest ist mir keine aufgefallen. Also ich will mir da auch nicht zu sehr versteifen. Wir suchen jetzt mal nach einem Matchpartner. Im Normalfall findet man welche, ansonsten muss man halt mehrmals suchen. Aber es gibt immer irgendwelche, die das noch gerade spielen. Musste ich feststellen. Ich glaube, das ist auch weltweit. Ich verstehe auch gerade das ganze System nicht, wie das umgesetzt hat. Ich konnte erst selbst nicht glauben, dass es einen Online-Modus gibt. Also ich hatte erst die Vermutung, es ist sowas wie eine Art Fake. Ich dachte mir so, oh, Searching, oh, der macht das ganz... Genau, jetzt kommt auch ein Match, also er würde das ganz ausgefallen, den Grand Prix-Modus so designen. Ich konnte mir darunter noch nichts vorstellen. Okay, Bubble Man. Wir haben also schon einen erfahrenen Spieler, der schon einen netten Navi freigeschalten hat. So gefällt mir das doch. Wer weiß, werde ich für jetzt endlich mal, wenn ich es auf Video aufnehme, meine erste Niederlage erfahren. Ihr könnt es hier live sehen. So, ich habe... Na, okay. Egal, ich muss mich jetzt aufs Kämpfen konzentrieren. Das ist also ein Match online. Genau wie offline. Wir stehen in der Stadt und... Junge, willst du auch mal was machen? Der macht ja gar nichts. Hallo. Okay, er versucht es. Also ich werde jetzt keine Gnade warten lassen, einfach stehen bleiben. Das ist so bei den meisten Matchpartnern. Ich dachte erst so, ist es vielleicht doch nicht online. Da steht dann nur, damit man den Spieler so ein bisschen verarschen kann. Aber ich glaube nicht, dass es so ist. Ich kenne die Attacken von Bubble Man gut, denn Bubble Man war ein Level 4 Gegner im Arcade-Modus. Er könnte zum Beispiel taktischerweise jetzt auf die Mine, die er da abfeuert, mit seiner Blase schießen und damit eine kreuzförmige Explosion auslösen. Ist auch eine nette Kombo, die man mit ihm machen kann. Seht ihr das? Seht ihr das? Wie luschig der ist! Ich verstehe das nicht. Bisher... Oh wow, ich muss aber aufpassen, keine Scheiße zu bauen. Ich spiele übrigens jetzt im Fenstermodus. Komischerweise ist jetzt der Fenstermodus. Obwohl er sonst nicht einzustellen war. Okay, ja. Das war ein Online-Match wie jedes andere. Bisher habe ich noch nie verloren. Weil die Gegner einfach so unterirdisch einfach sind. Da kann ich auch gleich gegen die KI fighten. Aber ich glaube schon, dass es online ist. Weil die Gegner verhalten sich doch relativ wie normale menschliche Spieler. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe nämlich auch schon mal mit einem gekämpft, der Roll gespielt hat. Und ständig eine Attacke gespammt hat, also wo Wall auf einen zufliegt und einen schlägt.
Und ja, ich glaube nicht, dass eine KI so eingestellt werden kann. Und ich wurde auch mal nach einem Rematch gefragt, ja. Ja, wir machen unsere drei Matches und dann denke ich mal, ist auch genug, der Online-Modus gezeigt. Ist noch im Aufbau, Clan soll noch integriert werden. Ich glaube zumindest, dass es noch nicht feststeht. Prepare for Battle. Ja, seht ihr, man findet auch recht schnell was, also kennt zwar weniger das Spiel. Ach du Scheiße, den kenne ich noch gar nicht. Spielen zwar recht wenige Leute das Spiel, würde ich mal behaupten, aber online ist immer irgendwo einer. Ich glaube sogar die meisten spielen sogar den Online-Modus. Also mir ist noch die Motivation da, mich durch den Shop zu kämpfen. Und oh, rutschige Plattform. Ist das etwas anderes oder ist das einfach nur... Okay. Hat jetzt nichts damit zu bedeuten, wer es ist. Und es ruckelt schon wieder ein bisschen bei Freeze Man. Was ist das? Wie löse ich das auf, das Schild? Ach! Okay! Damit versteckt er sich also. Interessant. Das hilft dir nichts, das hilft dir nichts, Junge. Also wie gesagt, diese Online-Matches können vielleicht im Rahmen einer Let's Play, Let's Show, die wie eine Let's Play aufgebaut, das ist ganz spannend sein. Und ich meine, wo ist er denn jetzt? Er hat ja nur auf dieses Teil sein, also es war am besten, dieses Schutz in der Mitte zu machen. Also würde ich nicht wissen, wo der ist, aber irgendwo treffe ich den auch nicht. Seht ihr das? Treffe ich den? Treffe ihn nicht. Ey, was bist du? Ach, das ist ein Schild! Bin ich recht der Annahme, dass das ein Schild ist? Also ist er wahrscheinlich so auf Verteidigung getrimmt. Dann hoffe ich mal, dass er nicht so viel Schaden macht, weil das ist so unfair. Ah, komm! Ja, der hat gerade einen Fehler gemacht. Bei Mega Man darf man niemals nach vorne gehen. Und ich habe natürlich auch einen Fehler gemacht und es nicht gleich realisiert. Zumindest hat er es jetzt realisiert. Und würde jetzt, glaube ich, nicht nochmal denselben Fehler machen. Allerdings sage ich euch, oh Junge, ich glaube, das verkackt. Ich glaube, es steht gut für mich. Oh, ja, jetzt hast du natürlich das. Bin ich aber recht der Annahme, dass er eigentlich nur eine Attacke spammen kann in diesem Kreis. Gott, wie öffne ich das? Ah, komm! Ah, verdammt! Der Typ hat schon drauf. Oh, also mehr als die anderen bisher. Der ist doch am Charakter, ich weiß nicht. Oh, jetzt komm her! Ja, komm! Schlitz! Ha! Schlitz! Ich klinge wie Luxaklink. Na. Gut, das war unser zweiter Kampf. Ein Kampf zum Abschluss. Ich kann ja nichts machen. Ich kann natürlich offscreen machen, aber... Ja, passt, denke ich mal, gut. Ja, ich kriege auch Rangpunkte dabei hinzu. Und wenn ich genug habe, steige ich wohl einen Rang auf. Ich weiß zwar nicht, was dann passiert. Ich bin einfach nur ein neues Level und finde wohl andere Gegner. Ob es ein richtiges Matchmaking gibt, kann ich auch nicht genau sagen. Ich habe auch schon mal gegen den Gegner mit 0 Punkten angetreten. Also momentan kämpfe ich aber gegen relativ gleich gute Spieler, wie man sieht. Also vielleicht gibt es ja doch sowas wie eine Art Matchmaking. Man sieht es ja auch wieder einer. So, 406. Also ich kann davon ausgehen, dass er schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ja, und ich habe natürlich hier die Erklärungsnot. Ich muss ja während des Spiels kommentieren oder ja, zumindest was Neues hinzutragen. In der Let's Show sollte es schon ein bisschen informativer sein. Demnach, okay, jetzt muss ich aufpassen. Protoman ist echt schon so ein harter Typ. Ja, komm her, Protoman. Autsch. Ja, wie gesagt, so ein Schwertguy ist schon so ein bisschen schon gefährlicher. Die machen nämlich viel Schaden. So. Bam. Okay, also ich konzentriere mich gerade deswegen, ja. Oh, also Protoman kann auch blocken. Also wenn er 406 Punkte hat, müsste aber Protoman sich auskennen. Also Protoman hat ein Schild, was er nach hinten machen kann. Anscheinend, oder was soll das für eine Attacke sein? Das lässt manchmal daran zweifeln, dass da ein Mensch in der sitzt. Alter, was ist das für eine Flasche? Nein, also du kämpfst gegen nur Charaktere, siehst hohe Punkte und denkst dir, könnte hart werden. Aber wenn ich das hier sehe, lässt mich das manchmal zweifeln, ob da menschliche Spieler drin sind. Aber wie gesagt, ich habe schon von vielen gehört, dass die sagen, es gibt einen Online-Modus. Die Virendaten. Ja, okay, das passt zu diesem Thematik ganz gut. Das ist Mega Man Sound. Nein. Ja, gut. Ich habe euch jetzt, denke ich mal, alles gezeigt. Was vielleicht noch zu sagen wäre... Oh Gott, was soll ich denn gerade sagen? Ich wollte gerade irgendetwas noch Interessantes sagen. Ich kann euch nochmal kurz Clan-Option zeigen. Hier steht, du bist noch nicht Mitglied eines Clans. Ja, Arschlecken, wie wäre ich Mitglied eines Clans? Ich denke mal, das steht noch in den Sternen. Das ist noch... Ja, okay. Also, falls man weiß, ob jetzt Online-Modus wirklich existiert, ich denke ja, kannst du in den Kommentaren schreiben. Ich hoffe, ich konnte einige Leute damit vielleicht dazu mal bewegen, das Spiel auszuprobieren. Ich finde, es lohnt sich wirklich. Wie gesagt, Online-Modus nochmal kurz zu erläutern. Man kann keine organisierten Matches machen, das dürfte vielleicht Leute abschrecken. Allerdings kann man immerhin lokal zu zweit spielen. Also, einer nutzt die WASD-Tasten, der andere die Pfeiltasten. Wie oft ich. Oder halt einen Controller.
Und dann kann es eigentlich loslegen. Also zu zweit an einem PC habe ich zwar noch nicht gemacht, dürfte sich aber, denke ich, genauso gut spielen. Also demnach, ich finde, bisher ist das schon sehr umfangreich. Das Spiel ist auch schon 2-3 Jahre alt. Also es wird 2-3 Jahre lang entwickelt und noch viel weiter. Also man könnte ruhig mal wieder auf der Website schauen, gucken, ob es neue Updates gibt oder wie ich im RPG-Atelier, wo ich es eigentlich her habe. Ja, ich werde euch die Website verlinken, wo ihr es euch runterladen könnt. Natürlich erst in Part 3, damit ihr euch durch die Part schaltet. Ja, also ich werde euch die Website zeigen, dort könnt ihr es euch runterladen, Informationen auch dazu holen und was weiß ich sonst noch. Also ja, wie gesagt, wieder schauen, reingehauen, wer weiß, vielleicht mache ich noch ein Video dazu. Steht alles noch in den Sternen. Also ganz klar meine Empfehlung, Mega Man Battle Network Zero Crisis von Foxclaw. Okay, vergisst wieder alles, was ich gesagt habe vorhin. Ich habe gerade gemerkt, dass der Online-Modus nicht so online ist, wie er vorgibt zu sein. Also war da meine Vermutung doch recht. Also der Online-Modus ist eine Mogelpackung, kann man sagen. Eine ziemlich gut gemachte. Man hat mich wirklich 2 Stunden lang damit hinters Licht geführt oder so. Ja, aber irgendwann fällt einem auf, dass die Kämpfe unheimlich einfach sind, dass man ständig gewinnt. Und ich glaube kaum, dass man, nachdem man schon 30 Mal online gespielt hat, immer noch gewinnen kann. Und dann habe ich einfach mal den Stick gezogen während des Matches und bemerkt, oh, es geht weiter. Ja, leider kommt so. Also, so durch kann ich jetzt sagen, Online-Modus ist also darauf ausgelegt, es online aussehen zu lassen. Vielleicht wird es auch der Online-Modus, vielleicht wird der später so aussehen, wenn er integriert ist, denn es ist immer noch ein Online-Modus geplant. Aber Hand aufs Herz, das ist schon irgendwie enttäuschend, gebe ich zu. Es ist jetzt eher so eine Art Ranking-Modus aus Dragon Ball Z Budokai, wer es kennt. Man kämpft dann immer weiter und dann kommen langsam, aber wirklich sehr, sehr, sehr langsam, immer stärkere Gegner. Okay, wenn es gefällt, aber ja, es ist halt kein Online-Modus, demnach, das Spiel hat kein Online-Modus. Ja, ich hoffe, ihr guckt das jetzt zu Ende. Ich werde vorher nochmal schön fett reinschreiben, dass das, was ich jetzt im Part sage, nicht online ist, damit bloß nicht der Vermutung aufkommt. Aber sogar ein Beta-Tester hat gesagt, dass es einen Online-Modus gibt. Also, es gibt nicht ein Video darüber, wie jemand ein Online-Match zeigt. Und derselbe Typ ist auch ein Beta-Tester, wenn man auf der Website genau guckt. So kann man sogar die Beta-Tester hinters Licht führen. Oh Gott, Foxclaw, ich weiß nicht, ob das Absicht war oder... Naja, es ist auf jeden Fall so ausgelegt, dass es als online aussieht. Ah, ich rede schon viel zu lange hinter einem binären Code. Genießt das Spiel, saugt's euch, aber lasst euch eins sagen. Es ist kein Online-Modus. Vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen, weil man ist durchaus 2 Stunden lang unterhalten. Also wundert euch nicht, dass ihr ständig gewinnt. Ja, so, das wär's von meiner Seite aus. Das war Let's Show Mega Man, bla 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 bla. Und ich habe ja eigentlich alles andere schon gesagt. Nur das als kleines Anhängsel. Also, nur zur Warnung.